Was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. Die Manhunt ist zu Ende gegangen und es gibt noch was zu tun. Für die, die daran interessiert sind, alles Mögliche in Division zu entdecken, es gibt ein paar Funksprüche zu entdecken und es gibt ja eine kleine Quest so gesehen zu der Wohnung von den Anwerber. Am Ende, wenn ihr den Anwerber gelegt habt, gibt es ja einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel startet sozusagen die Quest. Hier zu werdet ihr gleich sehen, dass unten wird mir aufleuchten, dass ich ja so einen Schlüssel erhalten habe, neues Sammelobjekt bekommen, Schlüssel. Und den Schlüssel, wo finden wir den Schlüssel? Der Schlüssel befindet sich bei uns ja so gesehen in den Sammelobjekten. Das heißt, ihr müsst dafür auf Fortschritt gehen. Und auf Sammelobjekte und dann geht ihr auf Manhunt Puppenspieler und das wäre jetzt der erste Hinweis, halte das fort im Licht des Mondes, was auch immer das heißen soll. Ich habe es auch selber rausgefunden, beziehungsweise nicht selber rausgefunden, selber im Video gesehen, deswegen zeige ich euch das. Ihr müsst wieder hier, also wieder zurückkehren an die gleiche Stelle, wo ihr gerade wart, aber erst ab 21 Uhr, da fängt die Nacht an und in der Nacht muss das Ganze erledigt werden. Alle zusätzlichen Sachen, die man machen muss, muss in der Nacht passieren. So, hier zum Beispiel am Anfang werdet ihr das Hauptquartier damit freischalten. Nachdem das passiert ist, geht es dann weiter. Es gibt einen zusätzlichen Funkspruch, den man hier aktivieren kann. Ich lasse euch mal eben erstmal mit dem Video alleine. Datensatz in der Nähe. Sir, wir nähern uns den Koordinaten. Bis Sonnenuntergang sollten wir in DC sein. Die Agents Dunn und Ward scheint Mantis Tod ziemlich mitgenommen zu haben. Ganz ehrlich, Sir, ich verstehe nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wer geschossen hat oder wer sie töten würde, damit sie nicht redet. Der zweite Hinweis ist damit auch aktiv und zwar über den gefallenen Machtzeichen geht die Sonne unter. Was wäre Machtzeichen? Ja, natürlich das Kapitol. Und das ist, wie gesagt, da oben habe ich jetzt auf der Map markiert. Da müsst ihr auf jeden Fall hin. Ihr müsst darauf achten, dass es auf jeden Fall alles in der Nacht passiert. Sonst ja, wird das nicht funktionieren. Dann müsst ihr bis zur nächsten Nacht warten. Und die Nacht kann schon ein bisschen länger dauern in Division. Einmal durchlaufen, umdrehen und schon ist das Ganze aktiviert. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Wichtiger Ort entdeckt. Antipersonenschutz. Kurze Feuerstöße. Wichtiger Ort entdeckt. Wichtiger Ort entdeckt. Datensatz in der Nähe. Cindy, können wir uns kurz unterhalten? Agent Johnson, wie kann ich helfen? Ich wollte mit Ihnen über Agent Calthors Verhalten reden. Ja? Das war der Wahnsinn. Es war leichtsinnig. Sie hat eine Bombe aus Moonshine gebaut. Eine Wahnsinnsbombe aus schwarzgebranntem. Sie hätte das Gebäude sprengen können. Aber das hat sie nicht. Wir haben Odessas Tochter zurück und wir haben St. Alex ausgeschaltet. Win, win und win. Wie gut kennen Sie Agent Calthor wirklich? So gut, wie man eine Kollegin halt kennen kann. Und das ist sie für Sie? Eine Kollegin? Ja, was sollte sie sonst sein? Ein Division Agent. Natürlich, sie ist ein Agent. Aber sie ist auch nur ein Mensch. Menschen machen Fehler. Und Agents werden abtrünnig. Dauernd. Also was? Menschen ändern sich.
Und das macht mir Sorgen. Sicher, dass sie dem gewachsen sind? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Somit haben wir auch den weiteren Hinweis bekommen, den finden wir genauso bei den Sammelobjekten, bei den Funksprüchen. Da müssen wir zu der Fahndung und ganz nach unten. Die letzten Sonnenstrahlen konnten das Haus der Vermögen nicht erreichen. So, was ist damit gemeint? Ja, ist Bankhauptquartier und da unten müsst ihr hin. Daher halt ja auch die Markierung meinerseits. Wie gesagt, ich habe das nicht selber rausgefunden, ich habe das selber aus einem Video entnommen und ja übersetzt und euch das gezeigt. Ich glaube, selber wäre ich gar nicht drauf gekommen, beziehungsweise wie überhaupt man auf sowas kommt und wie lange man dafür suchen müsste, um das zu entdecken. Wäre schon der Wahnsinn. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Wichtiger Ort entdeckt. Datensatz in der Nähe. Agent Johnson, Secretary? Bitte, nennen Sie mich Carl. Was kann ich für Sie tun, Carl? Ich habe von Mantis gehört und Ihrem Streit mit einer Drohnenführerin wegen Agent Kelso. Ich würde es nicht streiten, Sir. Ich wollte Sie für Ihre Ehrlichkeit belobigen. Ja, wir haben Sie rekrutiert und ausgebildet, aber wir waren nie auf so eine Situation vorbereitet. Wie hätten wir auch nur ahnen können, dass so etwas je passieren würde? Wir hätten nicht aktiviert werden sollen. Sie waren die Absicherung der Absicherung einer Vorsichtsmaßnahme für einen Katastrophenfall, der nie eintreten durfte. Und da dieser Fall nie eintreten sollte, haben wir ein paar falsche Leute in den Hühnerstall gelassen, sozusagen. Leute wie Agent Kelso? Leute wie Agent Keener in New York. Worum geht es hier, Sir? Carl, bitte. Ich brauche Ihre Hilfe, Agent Johnson. Ihr Präsident, Ihr Land braucht Ihre Hilfe. Somit haben wir den letzten Hinweis erhalten. Am Ende des Tages gibst du die Hoffnung auf. Hier werden wir erfahren, wo der Anwerber wohnt. Die Hoffnung. Es gibt einen Kontrollpunkt, nennt sich No Hope, keine Hoffnung. Das ist in der Nähe von dem Space Administration Hauptquartier. Ihr reist dahin. Dreht euch um und lauft in diese Richtung. Dann werdet ihr ja in das Gebäude jetzt vor euch, in diesen ja, Durchgang, sag ich mal so, müsst ihr dann dementsprechend nehmen und einfach ja, Hinweise im Video folgen und genau das gleiche machen, was ich jetzt wie gesagt gemacht habe und wird dann dementsprechend auch, dadurch wird das Ganze aktiviert. Man rennt hier einfach durch, ne, einfach komplett durchlaufen nach vorne. Durch diese Tür da vorne, also am Zaun. Und wenn ihr da am Ende angekommen seid, dreht ihr euch einfach um. Und so wie ihr sehen könnt, hat sich das Licht schon direkt aktiviert. Wie gesagt, es muss immer noch nachts sein. Und ja, einfach dem Licht folgen und entdecken. Viel Spaß damit. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen. Und über einen Daumen würde ich mich sehr freuen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Haut rein. Ciao, ciao.
Datensatz in der Nähe. Sie wollten mit mir reden? Ich wollte mich nur melden und sehen, wie Sie zurechtkommen. Alles okay. Ich beschäftige mich, damit ich mich nicht verliere. Manchmal ist es einfacher, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, um die Mission abzuschließen. Wir brauchen Chirurgen, eine ruhige Hand, um den Job zu erledigen. Ich weiß nicht, wie viele Leute dieser Beschreibung noch entsprechen. Oh, einer fällt mir ein. Sie haben eine ruhige Hand. Sie könnten der Chirurg sein, den ich brauche, um diesen Tumor zu entfernen. Danke für den Vertrauensvorschuss. Sie hätte nie Agent werden dürfen. Agent Kelso? Agent Lau. Sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie nutzte ihre Position, um ihre eigene Agenda zu verfolgen. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber sie ist nicht an einer stabilen Regierung interessiert. Wie erklären Sie sich sonst Ihre Fehde mit China? Ich kann es nicht erklären, aber ich würde gern helfen, den Schaden in Grenzen zu halten. Wenn Sie wirklich helfen wollen, Brian, wenn Sie die Kontrolle zurückerlangen wollen, habe ich einen neuen Auftrag für Sie. Aber Sie müssen versprechen, nicht engstirnig zu sein. Und nicht alles zu glauben, was Sie über Natalia Sokolova gehört haben.